Hallo ihr Lieben, ein neues Türchen öffnet sich. Heute möchte ich mit euch sprechen, wie in anderen Ländern Weihnachten gefeiert wird. Es ist nicht in jedem Land der 24., nicht in jedem Land kommt der Weihnachtsmann wie bei uns. Und ich dachte, das ist mal ein ganz schönes Thema. Es weiß bestimmt auch nicht jeder, wie, wo, in welchem Land Weihnachten gefeiert wird. Ich habe jetzt hier wieder unser tolles Conny-Weihnachtsbuch und fand das super interessant. Die haben hier einfach mal von 5 Ländern die verschiedenen Traditionen geschrieben. Und ja, ich werde ein bisschen von vorlesen. Ich habe es natürlich nicht auswendig gelernt. Es ist jetzt nicht, dass ich das alles selber wusste. Ich belese mich halt einfach immer viel. Und ja, beginnen wir einfach. In Italien heißt Weihnachten übrigens Buona Natale. Und da ist es so, in Italien kennt jedes Kind die Geschichte über die Hexe Befana. Man erzählt sich, dass die heiligen drei Könige auf der Suche nach dem Jesuskind auch an Befanas Tür geklopft haben. Denn sie kannten den Weg. Befana war aber mit ihrer Hausarbeit so beschäftigt, dass sie die Weisen aus dem Morgenland weiterziehen ließen, ohne sie zu begleiten. Als Befana ein schlechtes Gewissen bekam, versuchte sie noch, die weisen Männer einzuholen. Sie konnte sie aber nicht mehr finden. Seitdem soll die Hexe Befana jedes Jahr am 6. Januar, am Tag der heiligen drei Könige, auf ihrem Besen unterwegs sein und das Christuskind suchen. Auf dem Weg durch die Lüfte beschenkt sie auch alle anderen Kinder. Also in Italien kommt die Hexe am 6. Januar. 6. Januar ist 2 Wochen nach Weihnachten bei uns. Der 6. Januar ist auch für mich ein besonderer Tag. Da hat mein Kleiner, der heute hinter der Kamera sitzt und ein bisschen zuhört, sogar Geburtstag. Und ja, also da kommt eine Hexe und beschenkt die Kinder, finde ich sehr interessant. Schauen denn hier Italiener zu bei mir auf dem Kanal? Könnt ihr mal ein bisschen was darüber schreiben, wie ihr das so erlebt, wenn die Hexe kommt? Und das würde mich mal sehr interessieren in den Kommentaren. Und ich weiß, dass eine Person auf jeden Fall italienisch ist. Und ich hoffe, dass du mir mal schreibst, wie ihr das macht. Dann haben wir die Niederlande. Da heißt es prittige Kerstdagen, würde ich jetzt sagen. Und da ist es so, in den Niederlanden freuen sich die Kinder am Abend des 5. Dezember auf die große Bescherung von Sinterklaas. So wird der Niklaus dort genannt. Erst wenn es an der Tür klopft, darf geöffnet werden. Man findet dann die Geschenke dort abgelegt. Also in der Niederlande wird anscheinend nicht Weihnachten mit Nikolaus zusammengefeiert, so wie ich das verstehe. Hier ist quasi Deutschland. Nee, hier ist kein Deutschland. Hier geht es heute nur um andere Länder, wie da der Weihnachtsmann oder jemand anders kommt. Oder da hat die nur hier die Fahnen hingemacht. Also wie gesagt, in der Niederlande nur am 5. Januar, finde ich auch, 5. Dezember, nicht Januar, finde ich sehr interessant. Kommt jemand aus der Niederlande oder kennt sich da ein bisschen mit dem Brauch aus? Das wäre super, auch da wieder Kommentare zu lesen. Ich will einmal hier rufen. Gleich, mein Schatz. Isst du mal dein Frühstück bitte auf? So, dann haben wir noch Schweden. Dort heißt es Good Jul. Und da ist es so, in Schweden tanzt die ganze Familie am heiligen Abend um den Christbaum und singt Weihnachtslieder. Die Kinder bekommen ihre Geschenke vom Wichtel Jultomme, der in der Scheune des Hauses lebt. Ja. Am heiligen Abend, ich vermute, die feiern auch am 24. Dezember wie wir, weil dort steht ja kein weiteres Datum bei. Und ja, finde ich auch sehr spannend. Schweden finde ich ist sowieso sehr schön zur Weihnachtszeit. Ja, auch da würde ich mich über Kommentare wieder freuen, wenn jemand sich mit der schwedischen Tradition auskennt und nicht nur, weil er immer im Ikea-Haus war. Und ja, bei Weihnachten ganz oben schön mit ein bisschen Lichter. Dann haben wir noch Frankreich. Ja, jetzt mein Französisch. Ich kann kein Französisch, aber da steht Jux Noël, würde ich sagen. Pierre Noël heißt der französische Weihnachtsmann und kommt am 25. Dezember nachts zu den Kindern. Er betritt die Häuser durch den Schornstein und steckt Geschenke in die bereitgestellten Schuhe. Also die feiern einen Tag nach uns Weihnachten, und aber mit dem Brauch wie bei uns beim Nikolaus, in die Schuhe bringt dort der Weihnachtsmann die Geschenke. Finde ich auch sehr spannend. Aber ich habe auch Sandalen, da finde ich die sofort. Bei Sandalen, ja, aber da passt auch nicht viel rein, da rutschen die Sachen ja wieder durch. Warum? Ja, Sandalen sind ja keine Zunschuhe. Aber nur in Zunschuhe, hoffentlich. Ich mag dann den Weihnachtsmann oder den Nikolaus, wenn die das in den offenen Sandalen machen, sage ich, nein, da rutscht das wieder durch.
Genau. Ja, auf jeden Fall dort am 25. Dezember feiert jemand nach der französischen Tradition? In die Kommentare bitte mal. Das letzte Land, über das ich... Gesundheit. Das letzte Land, über das ich sprechen möchte, ist Spanien. Dort heißt es natürlich Feliz Navidad, wer kennt's nicht? Das Lied kennen wir alle. Und auch in Spanien findet man die Geschenke in seinen Schuhen. Spanische Kinder müssen bis zum 6. Jahr nur darauf warten. Riecht gut. Ja, mein Schatz, ich rieche danach, ja? Dort beginnt nämlich erst die Heiligen Drei Könige. Nochmal. Dort bringen nämlich erst die Heiligen Drei Könige ihre Gaben. Zum Dank legen die Kinder neben ihre Schuhe Stroh für die Pferde der Weisen. Ja, also auch 6. Januar. Also die Heiligen Drei Könige spielen zur Weihnachtszeit anscheinend auch eine große Rolle. Und ja, wer ist denn aus Spanien? Gibt es jemanden aus Spanien, der ein bisschen zu der Tradition was schreiben kann? Ich fand es jedenfalls super spannend, mal zu lesen, wie es in anderen Ländern zugeht. Und ich habe auch noch ein bisschen gegoogelt über andere Länder. Ich finde es wirklich super interessant. Das ist für mich auch einfach die schönste Zeit im Jahr, die Weihnachtszeit. Und ja, es würde mich halt interessieren, wie feiert ihr Weihnachten? An welchem Tag? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns morgen hinter einem neuen Türchen wieder. Und wer weiß, was sich dort versteckt. Bis morgen.